Die Sehnsucht war groß nach dem glanzvollen Klassiker-Event der BMW Group am Comersee. Die Corona-bedingte Zwangspause hatte auch den Concorso d'Eleganza Villa d'Este nicht verschont. Seit vielen Jahren zählt die Veranstaltung zu den schönsten Oldtimer-Events der Welt. In 2021 musste sie zusätzlich aus dem aufblühenden Mai in den herbstlichen Oktober rücken und war dennoch ein Highlight. Schon immer war der Samstag der exklusive Tag des Events. In diesem Jahr allerdings waren den Auflagen entsprechend noch wenig Zuschauer anwesend. Der große Publikumssonntag an der Villa Erba fiel komplett aus. Stattdessen durften wenige Gäste noch einmal die Teilnehmerfahrzeuge auf dem Grund des herrlichen Hotels bestaunen. Insgesamt waren für den Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2021 fast 50 herausragende Klassiker aus verschiedenen Epochen der Automobilgeschichte zugelassen. Die Bandbreite reichte von Raritäten aus den 1920er Jahren, in denen neben funktionalen erstmals auch ästhetische Aspekte das Automobildesign beeinflussten, bis hin zu spektakulär gestalteten Hypercars aus den 1990er Jahren. Mit ihrem makellosen Zustand, ihrer historischen Bedeutung und ihrer individuellen Geschichte vermitteln sie auf jeweils einzigartige Weise ihre Faszination für Eleganz und zeitlose Schönheit. Die Wahl für den Best of Show fiel sicherlich schwer, da es mehrere ganz besondere Automobile zu sehen gab. Der Ferrari 250 GT TDF setzte sich schließlich in diesem erlesenen Teilnehmerfeld aus 8 Jahrzehnten der Automobilgeschichte durch. Am Nachmittag war es bereits zum Klassensieger in der Wertungskategorie E gekürt worden, die unter dem Motto Big Band 40s to Awesome 80s 5 Decades of Endurance Racing geführt wurde. Das Siegerfahrzeug verdankt seinen Namenszusatz TDF der Tour de France, jenem Etappenrennen für Automobile auf französischen Straßen, das im Jahr 1956 von einem Ferrari 250 GT gewonnen worden war. Ein Höhepunkt des Concorso d'Eleganza ist in jedem Jahr die Ehrenrunde der Fahrzeuge über die Hotelterrasse. Vorbei an den champagnernippenden Besuchern, vielen Kameras und gezückten Handys und vor der traumhaften Kulisse des Comersees. Die Wahl des Publikums für das schönste Fahrzeug fiel auf den Lancia di Lambda Serie 1, einem Einzelstück, das bei der Londoner Karosserieschmiede Carlton Carriage aufgebaut wurde. So erhielt der Wagen die begehrte Auszeichnung Coppadoro. Mit einem 100 PS starken 4-Liter V8 Motor galt die Luxuslimousine zu seiner Zeit als besonders leistungsfähig und sportlich. In einem dynamischen Blechkleid präsentierte sich der Fiat 508 CS Balila Aerodynamica von 1938. Der Besitzer hatte die Restauration anschaulich und aufwendig auf Holzplatten dokumentiert. In der gleichen Klasse stand auch der österreichische Gräf von Stift SR4 SP. Auf der Kühlerhaube der heute fast nicht mehr bekannten Marke war ein stolzer Löwe zu sehen. Manche Fahrzeuge konnten auch einen prominenten Vorbesitz aufweisen, wie zum Beispiel der Lagonda LG 45 Rapide von 1937, dessen Erstbesitzer Clark Gable war. Klassensieger in der Klasse A 20th Century Style wurde der Besitzer des Lancia Astura Torpedo von 1934.
Den Klassensieg der Klasse B, Developing the Theme, schaffte das formschöne Delage D8 120S Cabriolet mit einer Sonderkarosserie der Firma Villard. Gleich daneben buhlte das Steyr 220 Sport Cabriolet um die Gunst der Jury. Ausgestattet wurde der stattliche Wagen von Kläser. Ebenso elegant zeigte sich der Bentley Mark VI von 1947 in der Klasse C Showroom Showdown, in der sich britische und deutsche Fahrzeuge einstellig eingaben. Ausgestattet wurde der Bentley mit einer Karosserie von Franey. Sieger der Klasse C wurde der Mercedes-Benz 300 SL mit Aluminiumkarosserie. Eine äußerst spannende Klasse bildeten die italienischen Gran Turismo-Fahrzeuge. In dieser Klasse stach vor allem ein Fahrzeug ganz besonders heraus, der Isotto Fraschini 8C Monterosa mit der Karosserie von Boneschi. Isotto Fraschini war ein italienischer Automobilhersteller, der seine Blütezeit in den 30er Jahren hatte. Nach dem Zweiten Weltkrieg konnte man allerdings nicht mehr an den Erfolg anknüpfen. Dieser Prototyp ist ein Einzelstück und stammt aus einer bedeutenden italienischen Sammlung. Ebenfalls in dieser Klasse standen der Moretti 1200 GS und der Sciatta 208 CS mit einer Sonderkarosserie von Bertone. Sieger der Klasse D wurde das 1953er Fiat Otto Vue Coupé mit einer Karosserie von Vignale. Großes Aufsehen erregte der Homewood TX Rennwagen von 1968, der mit einem Düsentriebwerk ausgestattet ist. Es ist ein Prototyp und war auch das erste und letzte Rennfahrzeug, das mit einem Düsenantrieb ein Rennen gewonnen hatte. Eine besondere Le Mans-Geschichte kann die Alpine M64 aufweisen. Konstruiert wurde der Rennwagen von Colin Chapman und Jean Redelet. 1963 holte sich die Alpine M64 den Klassensieg bei dem 1000 Kilometer Rennen am Nürburgring. Vor der Kulisse des Comer Sees präsentierte sich der Ferrari 512 BB Le Mans in einem ganz besonders schönen Rahmen. Gestaltet wurde seine Karosserie von Pininfarina. Nein, dies ist kein geschrumpfter Ferrari oder Porsche. In der Klasse 90 Jahre Pininfarina stand der kleine Fiat 500 Abarth mit einer Pininfarina Sonderkarosserie. Von hinten ähnelt er einem Porsche 911 und die Front erinnert stark an die damaligen Ferraris, zum Beispiel an den Ferrari 275 GTB4, der ebenfalls in dieser Klasse zu sehen war. Gleich neben dem Fiat war eine echte Ferrari-Designlegende zu sehen, der 250 GT California Spider Short Wheelbase von 1960, der auch den Klassensieg für sich bezeichnen konnte. Ein bemerkenswertes Fahrzeug aus der Pininfarina Designlinie ist der Ferrari 400 Super America. Sehr sportlich war es auch in der Klasse G, The Birth of a Supercar, in der sich Legenden der ersten Supercars begegneten, wie Lamborghini Miura, Aston Martin Vantage oder der Ferrari F40 Prototyp. Sieger in dieser Klasse wurde der Lamborghini Countach 400S Walter Wolf Special. Wenn man die Supercars aufgereiht hat, darf man natürlich auch die späteren Hypercars aus den 90er Jahren nicht außer Acht lassen. Und so gab es eine eigene Klasse für die 90er Jahre Hypercars, wie den Mercedes-Benz CLK GTR, von dem nur 25 Exemplare gebaut wurden. Gleich daneben stand der Porsche 911 GT1 und der McLaren F1. Der Motorraum des McLaren ist in Gold ausgekleidet, damit die Hitzeentwicklung isoliert bleibt. Ein Blickfang für die Besucher des Concorso d'Eleganza.
Am Comersee 2021 waren nicht nur die alten, teilweise verlorenen Marken zu sehen wie Hispano Suiza, sondern auch die Wiederbelebung der Marken in einzelnen Prototypen. Der neue Hispano Suiza Prototyp, ebenso wie der Bugatti Centro Genti. Sieger in der Klasse der Concept Cars wurde der Pininfarina Hyper GT Battista. Gleich am Eingang zur Hotelterrasse grüßte der in 25.000 Arbeitsstunden bei Lamborghini Storico wieder aufgebaute Lamborghini Countach Nummer 1, der einst bei einem Unfalltest zu Bruch ging. Alles in allem war der Concorso d'Eleganza 2021 trotz der strengen Corona-Auflagen und den Wetterkapriolen wieder ein sehr erfolgreicher Event mit außergewöhnlichen Fahrzeugen.